Was macht er? Heute haben wir einen froschigen neuen Trailer von Naruto Ultimate Ninja Storm 4 für euch. Außerdem geht es darum, wieso einigen Twitchern die GTA 5 PC-Keys geklaut wurden und wieso Battlefront 3 erstmal nur für die Xbox One rauskommen soll. Ich bin Luke und das hier, ja, diese eine Sache sind die Textkalibur News. Klingt komisch, ist aber so. Mit Mario. So, im Herbst dieses Jahres soll ja das neue Naruto Ultimate Ninja Storm 4 herauskommen. Sehr langer Name. Wir haben schon einige Trailer vollgestopft mit Jutsus und ordentlich Ninja-Vermöbelungen gesehen. Bandai Namco hat auf einem Event dieses Wochenende einen neuen Trailer präsentiert, in dem Naruto, Sasuke und Sakura eine Jutsu-Kombination durchführen und dem lehmigen Gegner ordentlich auf die Dreckfresse froschen. Innerhalb des Games wird man dann eigene Teams aus frei wählbaren Charakteren wählen können. Das kennen wir ja aber schon von vorherigen Teilen. Das Spiel wird dann für PS4, Xbox One und Steam auf dem PC erscheinen. Grund zur Vorfreude ist es allemal. Warten wir mal ab, was zu dem Beat'em'up noch alles so an Infos herauskommt. Einige Streamer starteten den Launch von GTA 5 mit einem kleinen Fauxpas. Sie dachten sich, es wäre eine nette Idee, ihre Zuschauer mit durch den Installationsprozess zu schleppen. Das ist an sich jetzt gar nicht so blöd, kann man so doch schon mal eine gewisse Zuschauerschaft mit auf die freudige Reise vom ersten Klick zum ersten Kill nehmen. Blöd nur, dass Rockstar einem während des Installationsprozesses den eigenen Gamekey mitten in den Bildschirm knallt. Voller Verwirrung starten einige da in die Röhre oder den Flachbildschirm. Also wer hat heutzutage noch einen Röhrenbildschirm? So auch Caseytron, eine größere Twitcherin mit dem standardmäßigen Dekolleté-Bonus. Ein Wunder, dass die Zuschauer den Key überhaupt gesehen haben. Ich meine, also schaut euch diesen Screenshot doch mal an. Diese. Jedenfalls war der Key natürlich sofort weg und sie musste bei Rockstar um einen neuen bitten. Also an alle Streamer da draußen, erst installieren, dann streamen. Das erspart euch Stress und dem Rockstar Support ebenso. Lange warten wir ja schon auf die Fortsetzung der Battlefront-Reihe. Zum Release des neuen Star Wars Teils im Dezember soll es dann endlich soweit sein. Doch jetzt kam sie, die Schreckensbotschaft für alle Gamer außerhalb des Xbox-Fandoms. Das von DICE entwickelte Battlefront soll anscheinend zunächst ein Xbox One-Exclusive-Titel werden. Damit reihen DICE und EA sich erneut in die Ruhmeshalle der Idioten-Schachzüge ein. So haben sie uns doch schon Battlefield 4 zum Release madig gemacht und EA hat ja sowieso dank seiner Firmenpolitik bei den meisten Gamern hart verschissen. Aber wieso machen sie das jetzt? Nun, sie wissen, wie beliebt die Fortsetzung sein wird, wie viele sie sich holen werden. Damit lässt sich doch prima das EA Access Programm pushen. Die gute Nachricht ist aber, dass es nicht nur auf der Xbox One erscheinen wird. Auch die PS4 und die Master Race PC wird sein Battlefront bekommen. Nur eben eine Ecke später. Ein weiteres gutes Zeichen ist aber, dass es ausschließlich für die Current Gen rauskommen wird. Wir müssen uns also nicht mit Last-Gen-Technik geschmälerten Grafiken begnügen und können auf bombastische Optik hoffen. Skeptisch muss man aber, denke ich, trotzdem sein. Habt ihr denn schon die Hoffnung in EA und DICE aufgegeben? Habt ihr euch GTA 5 gekauft oder den Key aus dem Stream geklaut und welches Jutsu würdet ihr denn gerne mal beherrschen? Hier oben gibt es irgendwo noch so ein kleines i, da könnt ihr draufklicken und könnt dann unsere letzten zwei Videos sehen oder eben einfach hier im Browser klicken. In der Mitte gibt es einen wunderschönen Abo-Knopf, den man drauf, also wenn man da drückt, dann passieren wundervolle Dinge. Unter anderem sieht man dann auch unsere Videos jeden Tag in seiner Abo-Box. Mach das mal, ne? Okay. Tschüss.